Genossinnen und Genossen. Freut mich sehr, dass ich die Gelegenheit habe. Ihr seht, ich habe ein bisschen eine dicke Backe. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich gern dicke Backen mache, sondern dass ich den Kampf gegen meinen Zahnarzt verloren habe diese Woche. Ihr habt ja mitgekriegt, dass wir sowohl im Parteivorstand wie auch gestern im Bundesausschuss beschlossen haben, eine langjährige Kampagne zu organisieren gegen prekäre Arbeit und prekäre Beschäftigung. Das haben wir ja schon länger in der Diskussion gehabt. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir seit Jahren, man könnte eigentlich schon fast sagen, seit Jahrzehnten eine Entwicklung haben, dass sich prekäre Arbeit und prekäre Beschäftigung spätestens seit der Agenda 2010 dramatisch vermehrt und vor allen Dingen verfestigt. Ihr seht da immer Zahlen und Schaubilder eingespeist, die Romana dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat oder vorbereitet hat, aber ich erkläre die alle gar nicht so groß, sonst geht es ein bisschen verloren. Das könnt ihr einfach nebenher verfolgen. Da seht ihr eben, dass alle möglichen Formen, Leiharbeit, Werkverträge, Mini- und Midi-Jobs, befristete Arbeitsverträge und so weiter sich dramatisch erhöht haben. Wie gesagt, wir können davon ausgehen, das macht ungefähr 25% aller Beschäftigten aus. Nach Bundesländern ein bisschen ausdifferiert, im Osten etwas mehr, im Westen etwas weniger, aber das ändert sich auch. Aber selbst in den reichen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg sind es auch um die 24%. Diese Entwicklung ändert sich nicht mehr durch konjunkturelle Auf- oder Ab. Also auch wenn die Konjunktur besser ist, bleibt es bestehen, weil die Betriebe das fest eingewebt haben in ihr Betriebsmodell oder auch die Dienstleistungsbetriebe in ihr Dienstleistungsmodell. Sie halten eine bestimmte Anzahl an Leiharbeitern, Werkverträglern, Mini- und Midi-Jobs, strukturell unterbeschäftigte Teilzeitarbeiterinnen vor. Und das nennt man dann atmende Fabrik oder im Dienstleistungsbereich ähnlich. Das dient natürlich alles dazu, flexibel zu arbeiten und das Risiko auf die Beschäftigten abzuwälzen und dient natürlich im Endeffekt zur Lohndrückerei und zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Gleichzeitig haben wir die Entwicklung, dass das nicht nur die Arbeitsverhältnisse betrifft, sondern auch die Lebensverhältnisse natürlich prekär sind. Am stärksten natürlich bei denen, die langzeitarbeitslos sind. Und wenn ihr die nächste Folie anguckt, dann wissen wir alle, die wirkliche Arbeitslosigkeit oder Erwerbslosigkeit ist deutlich höher wie die Statistik. Aber was noch viel dramatischer ist, dass eben, dass es sich längst verfestigt. Also dass auch dieser sogenannte Aufschwung am Arbeitsmarkt weitgehend an den Erwerbslosen vorbeigegangen ist. Und dieses ganze Gerede von Fördern und Fordern zu nichts geführt hat, zumindest nicht zur stärkeren oder höheren Beschäftigung der Erwerbslosen. Und wir werden jetzt sehen, wenn die Konjunktur stagniert, wird die Entwicklung ohnehin wieder in die andere Richtung gehen. Die nächste Folie, die tun wir mal ein bisschen überspringen. Dann müssen wir sehen, dass wenn wir also den Arbeitsprozess auf der einen Seite angucken, aber das Leben auf der anderen Seite, dann führt im Kern Armut, aber auch prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse zur sozialen und kulturellen Ausgrenzung. Das weiß man übrigens schon lange aus der ganzen Forschung über Menschen, die lange im Hartz-IV-Bezug sind, dass sie nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können oder nur sehr eingeschränkt, oft auch krank werden, aber das reingeht bis in die Möglichkeit, Partner, Lebenspartner zu finden, Freundschaften zu schließen, also dramatische Auswirkungen hat. Ganz klar, wir haben bestimmte Gruppen, die besonders betroffen sind. Das sind insbesondere Frauen, aber auch Jugendliche durch diese ganzen Befristereien. Wir haben uns da in der Arbeitsgruppe mal so eine Zielgruppenschema gemacht, aber irgendwann kommt es drauf, dass mehr oder weniger fast alle betroffen sind. Aber es gibt ein paar Gruppen, die eben besonders betroffen sind. Die nächste Folie tun wir auch mal ein bisschen überspringen.
Wobei eben die öffentliche Daseinsvorsorge, Krankenhäuser und andere Sachen spielen schon eine große Rolle. Sowohl die Privatisierung, in aller Regel werden bei ausgegliederten Gesellschaften die prekären Arbeitsverhältnisse erhöht. Aber natürlich auch, wenn das Gesundheitswesen immer mehr Geld kostet, kostet es natürlich die Ärmeren im meisten. Was ein großes Problem ist für die Prekarisierung der Lebensverhältnisse, sind die steigenden Mieten und die steigenden Energiekosten. Also man kann schon sagen, insbesondere in den Ballungsräumen müssen manche oder viele, die im Niedriglohn arbeiten, bis hin an der Grauzone, müssen 50-60% ihres Einkommens für Miete und Energiekosten aufbringen. Und da kann man sich ja ausrechnen, was dann noch übrig bleibt zum Leben. Deswegen haben wir auch dieses Thema ganz bewusst nachher, wenn ihr die Eckpunkte seht, mit aufgenommen. Für uns nochmal als politische Partei besonders wichtig die Frage der Prekarisierung, weil es nicht nur zur sozialen und kulturellen Ausgrenzung führt, von, kann man sagen, einem Viertel bis einem Drittel der Bevölkerung, sondern zwischenzeitlich auch zur politischen. Gerade die Menschen in sozialen Brennpunkten, die ganz unten stehen, gehen immer weniger wählen. Das sind aber ausdrücklich die Menschen, die uns am meisten wählen. Also für uns als Partei eine besondere Herausforderung. Im Übrigen wollen die anderen etablierten Parteien durchaus, dass sie gar nicht wählen gehen. Ja, also weil wenn sie wählen, sie im Ersten vielleicht links wählen. Und deswegen, wenn sie nicht mehr wählen gehen, heißt es eben auch, sie sehen uns nicht mehr als ihre Vertretung an oder ihre Hoffnung. Das wäre natürlich für uns auf die Dauer fatal, weil ich meine, wir können nur so viele Versuche machen, uns zur Mitte hinzuwenden, das wird nicht zum Erfolg der Linken führen. Also wir müssen quasi für diese Leute sprechen und wir müssen ihnen auch den Mut geben, sich selber besser zu organisieren. Ich will noch einen wichtigen Hinweis machen, dass natürlich betroffen von der Prekarisierung nicht nur die Prekären sind, sondern auch die anderen. Also die, die quasi in Kernbereichen Facharbeiter sind oder unter Tarifverträgen unbefristet arbeiten, wenn die natürlich immer mehr eingekreist werden durch Leiharbeit, Werkverträge, Mini- und Midi-Jobs, kann man sich ja ausrechnen, was mit ihnen passiert. Ja, das drückt auch ihre Löhne und das drückt natürlich auch ihre Arbeitsbedingungen. Und das ist insofern besonders wichtig, weil wir gesagt haben, wir müssen dieses Thema zu einem gesellschaftlichen Thema machen, wo alle, zumindest alle Lohnabhängigen und alle drumherum angesprochen werden. Wir haben da auch große Hoffnungen, weil selbst die, die nicht betroffen sind, häufig sagen, sie wollen das nicht. Eine ganz große Umfrage der IG Metall mit annähernd 500.000 Teilnehmerinnen haben an erster Stelle mit 90% gesagt, sie wollen keinen Niedriglohn. Und mit ebenso einer hohen Quote, sie wollen keine prekäre Beschäftigung. Obwohl von den 500.000 kaum welche prekär sind, sondern die meisten ganz gut verdienen und im Tarifvertrag sind. Aber sie wollen nicht, dass ihre Kinder von einer Befristung in die nächste gehen oder sie wollen nicht, dass die Kinder ihrer Freunde und Verwandten so ein Schicksal erleiden. Und sie wissen vielleicht auch instinktiv, dass es sie doch selber betrifft, wenn es immer mehr werden. Deswegen darf man also diese Kampagne, muss praktisch einen roten Faden haben von den Prekären zu den Kernbereichen. Und insbesondere die Aufgabe der Linke ist es, gemeinsame Interessen zu formulieren. Im Übrigen auch ein wichtiger Punkt, weil oftmals natürlich in einer neoliberalen Gesellschaft ja praktisch die Leute dazu animiert werden, sich nach unten abzugrenzen. Also nicht nach oben zu gucken, sondern sich nach unten abzugrenzen. Damit operiert ja auch die AfD. Und für uns geht es eigentlich darum, gemeinsame Interessen, also könnte man mal sagen, der Klasse zu formulieren, ja, zwischen unten und denen, die in der Mitte oder im Kern, in den Kernbereichen sind. Und zwar gegen oben, ja, gegen die Struktur, die von oben da angelegt ist. Und das scheint mir einer der wichtigsten Aufgaben von uns zu sein, im Übrigen auch, um Neigungen gegen rechts mit zu bekämpfen. Was wollen wir mit dieser Kampagne erreichen?
Erstens, wir wollen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse ins öffentliche Bewusstsein rücken, skandalisieren und zum Bestandteil der politischen Auseinandersetzung machen. Skandalisieren ist im Übrigen immer, muss Bestandteil jeder Kampagne sein. Also man muss deutlich machen, dass das eine Schweinerei ist, was hier passiert. Und dass die Leute sagen, das ist eine soziale Grenzüberschreitung. Zweitens, wir wollen mit zentrale Forderungen gegen prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse mehrheits- und durchsetzungsfähig machen. Drittens, natürlich die politische Repräsentanz und Attraktivität der Linken bei direkt und indirekt Betroffenen, habe ich gerade ausgeführt, stärken, sie in ihrer Selbstermächtigung stärken und ein Angebot zum Engagement unterbreiten. Das mit der Selbstermächtigung ist besonders wichtig. Wir wollen, dass die Leute wählen gehen und Linke wählen, weil sie sonst keine Vertretung haben. Wir wissen aber auch, dass allein ein Kreuzchen auf dem Stimmzettel nicht ausreicht, sondern wir wollen sie auch ermutigen und ihnen ein Forum dafür bieten, sich selber zu wehren und zu organisieren und sich für ihre Interessen einzusetzen. Und ich möchte euch da, also ich bin da durchaus sehr optimistisch, weil ich als Gewerkschafter viele Streiks geführt habe mit Beschäftigten in prekären Verhältnissen, Verkäuferinnen bei H&M und Zara und sonst wo, die 10-Stunden-Verträge haben oder Stundenlöhner sind oder die an der Grenze dazu sind, Erzieherinnen, Bewachungsgewerbe. Und es sich gezeigt hat, dass diese Gruppen in den letzten Jahren eigentlich die aktivsten Streiker und Streikerinnen waren. Man könnte sogar sagen, mehr Streikerinnen wie Streiker. Also die waren außerordentlich weiblich, diese Streiks. Also man sieht, die Leute lassen sich nicht alles gefallen, sondern fangen auch an, sich zu organisieren. Und wir wollen, ganz wichtig, die Partei und ihre Kampagnenfähigkeit stärken. Und da muss ich nochmal dazu sagen, Kampagnen können wir, das sieht man ja bei Wahlen, wir können Wahlkampagnen. Hier und da können wir auch ein Thema setzen. Aber wir haben eigentlich wenig Kampagnen, wo wir Themen setzen und gesellschaftliche Fragen dauerhaft ins Blickfeld rücken. Und deswegen sollen natürlich mit der Kampagne auch Leute ausgebildet und motiviert werden, in Handwerkszeug zur Kampagnenarbeit zu erlernen. Und zwar bei Learning by Doing. Also nicht theoretisch, sondern indem wir es machen, aber dann auch Kriterien entwickeln, was ist eine Kampagne, wie plant man die, wie organisiert man die, sodass ihr in den Kreisverbänden Leute habt oder selber die Leute seid, die quasi so eine Kampagne vor Ort dann auch organisiert. Wir haben zwischenzeitlich einen Workshop gemacht mit Vertretern der Landesverbände, des Jugendverbandes, Parteivorstandes und so weiter, und haben mal so ein bisschen den Rahmen abgesteckt und uns auf 5 Eckpunkte geeinigt, die aber jetzt noch nicht endgültig vom Vorstand beschlossen sind, aber wir haben es dem Parteivorstand vorgestellt und es wurde, glaube ich, wohlwollend bis außerordentlich positiv zur Kenntnis genommen und auch die Kampagne natürlich beschlossen. Ich muss dazu sagen, weil man immer der Versuchung unterliegt, zu sagen, da fehlen noch 20 Forderungen. Der Kreis hat ja auch insgesamt mindestens 20 oder 25 Forderungen zusammengetragen. Das ist dann aber keine Kampagne mehr. Also eine Kampagne muss im Endeffekt zuspitzen. Also mehr wie 5 Forderungen auf Bundesebene sind nicht drin. Wir haben gesagt, wir lassen noch Spielraum für eine Forderung für die regionalen Gliederungen, für die Basisorganisationen. Von mir aus Sozialticket oder sonst irgendwas, was man eben vor Ort noch auf den Weg bringen kann. Also die 5 Themen sind für gute und sichere Arbeit, weg mit den Befristungen, Leiharbeit bekämpfen, Zukunft planen können. Ich glaube, dass die Befristerei des Zeugs hat, wirklich zum Thema zu werden wie Mindestlohn. Zweitens, weg mit den Sanktionen, soziale Mindestsicherung statt Hartz IV, völlig klar. Für uns als linke Partei muss so eine Forderung dazu kommen, ja? Also für den Bereich. Dann drittens, da haben wir noch keine richtige Entscheidung gefällt, aber ich glaube, es wird drauf rauslaufen, für gute soziale Dienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger, mehr Personal für Bildung, Pflege und Gesundheit, man muss auch sagen, mehr Lohn oder alternativ, das kann man nicht in eine bringen, gute Gesundheitsleistung für alle, Zahnersatz und Brillen wieder in die Krankenversicherung. Die erste Forderung hätte halt den Charme, dass es für Beschäftigte und Bevölkerung gilt, aber muss man diskutieren. Dann viertens, Arbeit umverteilen statt Dauerstress, Minijobs und Massenarbeitslosigkeit.
Dahinter steckt quasi die Arbeitszeitverkürzungsforderung, aber wir haben ja so eine auseinanderdriftende Entwicklung. Die einen haben zu wenig Arbeit, 10, 20 Stunden nur, und die anderen leiden unter Dauerstress und Entgrenzung der Arbeit. Und da muss man, glaube ich, ein neues Normalarbeitsverhältnis finden. Und dann Wohnen und Energie müssen bezahlbar sein, Mietenexplosion gesetzlich stoppen. Das sind die 5 Säulen. Wir sind dabei, auch praktisch noch den Slogan zu finden. Das sind so 4, 5, glaube ich, brauchbare Vorschläge drin. Einer heißt zum Beispiel Schluss mit knapp oder jetzt reicht es oder Tschüss Befristungen, hallo gutes Leben. Also es gibt einige gute Vorschläge, aber klar, ein Slogan muss irgendwie kurz und knapp sein. Und ihr könnt ja mal aus den 3 oder 4 gucken, was euch am besten gefällt. Ich will euch da jetzt gar nicht beeinflussen, aber wir müssen es halt irgendwie relativ schnell entscheiden. Ihr müsst euch vorstellen, die Forderungen, die werden natürlich auch noch ein bisschen griffiger formuliert und der Slogan kommen dann auf jedes Flugblatt, auf jede Postkarte, auf jedes Emblem, das wir da machen. Zum Vorgehen. Also wir werden praktisch eine längere Vorgehensweise haben. Solche Workshops, wie wir es jetzt auf Bundesebene gemacht haben, wollen wir, dass die auch auf Landesebene gemacht werden. Sehr zügig unter Einbeziehung mit Vertretern der Kreisverbände. Vielleicht müssen große Landesverbände sogar 2 machen, keine Ahnung. Aber das wird schnell mit der Kampagneabteilung geplant. Dort wird es natürlich mehr. Da müssen wir nämlich die ganzen Forderungen und den Slogan entwickeln. Da wird es mehr um die Durchführung der Kampagne gehen und wie man die organisiert, welche Aktivitäten. Ich will sagen, eine Kampagne ist da nicht einfach eine Aktivität, sondern es ist eine Vielzahl von Aktivitäten, die sich wellenförmig bewegen und immer wieder zu bestimmten Terminen zugespitzt werden. Das heißt, wir haben vor, sehr viel an der Basis zu machen, aber es soll dann auch 2 Aktionstage oder Aktionswochen im Jahr geben, wo wir uns alle dran beteiligen und alle öffentlich zeigen, kleinere Kreisverbände mit kleineren Aktionen, größere mit größeren, aber alle im gleichen Zeitrahmen, sodass man sieht, wir sind eine politische Partei, die was bewegen will und kein Hasenzüchterverein. Natürlich haben wir einen groben Zeitplan. Der vorläufige Höhepunkt dieser Kampagne soll mal sein bei der Bundestagswahl 2017. Bis dort müssen wir 2, 3 Forderungen haben, die wir wirklich so zuspitzen wie den Mindestlohn. Ich will aber auch nochmal darauf hinweisen, der Mindestlohn hat ungefähr 12 oder 13 Jahre gebraucht, bis er verabschiedet ist, weil gestern mal jemand gesagt hat, das ist doch keine Kampagne, die kein klares Endziel hat. Manche Kampagnen brauchen eben länger, bis sie irgendwas erreichen. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt für uns. Wir wollen nicht ständig bloß diskutieren, was wir fordern, sondern wir wollen diese Forderungen mehrheitsfähig machen und einen gesellschaftlichen Kampf drum organisieren. Ja, also wir wollen was verändern in der Gesellschaft. Und dazu soll natürlich die Kampagne einen Beitrag leisten. Wir werden sehen, ob andere auch da mitziehen, ob Gewerkschaften teilweise mitmachen, Sozialverbände. Aber es ist erstmal eine Kampagne der Partei. Wir sitzen jetzt nicht mit Bündnispartnern zusammen und überlegen die Forderungen und die Vorgehensweise, sondern wir schießen los und gucken, ob wir im Lauf dieses Prozesses auch Bündnispartner für einzelne Punkte finden. Zum Fahrplan. Hier September bis Dezember. Eigentlich wird es ein bisschen länger gehen, schätzen wir eher. Die interne Vorbereitung soll schon eher bis März gehen. Vorbereitung in den Kreisverbänden. Ihr müsst, wenn ihr das gut durchführen könnt, müsst ihr natürlich mit euren Mitgliedern auch solche Sachen machen wie hier, wo wir werden einen guten PowerPoint-Vortrag vorbereiten, wo die Leute eingeführt mit dem Thema konfrontiert werden, auch mit der Kampagne, wo die vorgestellt wird und man dann vor Ort eine Kampagnengruppe bildet oder wie ihr das macht in den Kreisverbänden, die sich dafür verantwortlich fühlen. Möglichst natürlich der ganze Kreisvorstand, aber so eine Kampagne kann man auch ein bisschen nutzen, die neuen Mitglieder,
jüngere Leute, die sich bewegen wollen, einzubeziehen, das ist ja, kann ja durchaus Spaß machen. Also wenn man gute und pfiffige Aktionen macht, dann macht es auch enorm Spaß. Also ich habe mir unter 8 oder 10 Kampagnengrundsätzen immer 2 ganz gut merken können. Die eine heißt, Kampagnen müssen Spaß machen. Die andere heißt, male dir ein Bild eines Gegners und schieße dich drauf ein. Naja, wir wollen ja schon ein bisschen auch Power da reinbringen und alle, die für soziale Zustände verantwortlich sind, sollen doch auch mit Namen genannt werden, hat mal Bert Brecht gesagt. Ja? Also, dann klar, nächste Schritte, ganz kurz und zügig, weil ich schon fast über das, nee, noch nicht ganz. Also jetzt müssen die Landesverbände ran, müssen Kampagneverantwortliche benennen und so weiter. Wir machen einen zentralen Kampagnerat, insbesondere unter Einbeziehung der Landesverbände, der so ein bisschen diese Kampagne begleitet. Wir müssen aber auch aufpassen, der ist jetzt schon fast zu groß. Dann sollen regionale Kampagne-Workshops in den Ländern durchgeführt werden. Wie gesagt, wo bei der Vorbereitung der Kampagne gleich Kampagne-Handwerkszeugs vermittelt wird. Sondern Leute hin, die das dann wieder in ihre Kreisverbände transportieren. Dann Diskussion und Verankerung in den Kreisverbänden. Wie gesagt, wir werden eine gute Broschüre machen, die man einsetzen kann in der Bildungsarbeit. Wir werden PowerPoint-Vorträge machen, sodass das Thema so aufgearbeitet wird, dass ihr das gut machen könnt. Wir werden natürlich auch zentral ein paar Flugblätter machen, so zum Anfang Plakate und ähnliche Dinge. Da ist auch schon ein bisschen im Finanzrahmen beschlossen. Und dann muss aber viel Fantasie und viel Eigeninitiative von unten dazu. Dann müsst ihr Kampagneräte vor Ort bilden und auf der Landesebene. Also das klingt ein bisschen großspurig, aber da geht es eben um die verantwortlich sind für die Kampagne. Und dass man das auch ein bisschen landesweit koordiniert. Wie gesagt, dann werden regionale Kampagne-Workshops angeboten. Ihr müsst gucken, was ist die regionale Forderung, die wir da einbringen und so weiter. Und zum Schluss, da habe ich schon ein bisschen drauf hingewiesen, wird es alles Mögliche geben, sodass wir starten können, wahrscheinlich im April nächsten Jahres. Dazwischen kommt noch die Tarifrunde Sozial- und Erziehungsdienste, die wir begleiten und unterstützen wollen. Da geht es natürlich insbesondere um Frauenlöhne und um die Aufwertung ihrer Arbeit. Und es kommt nur die Landtagswahlen Hamburg, die eigentlich Vorstart der Kampagne sind. Aber die Hamburger haben gesagt, für sie ein wichtiges Thema, wollen sie sich schon einbringen für die Landtagswahl. Da müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber normalerweise muss man gründliche Vorbereitung machen, wenn man eine gute Kampagne starten will. Wir wollen dann natürlich einen großen Auftakt machen auf der Bundesebene, der auch entsprechend medial ausstrahlt. Das müssen natürlich auch die Fraktionen und alle möglichen anderen begleiten, immer wieder mit Anträgen und zum Thema und mit kleinen Anfragen und ähnlichen Sachen. Und sodass die verschiedenen Teile der Partei, Stiftung und Ähnlichem, dass die auch ineinander greifen. Wir müssen selber begreifen, dass so eine Kampagne niemals top-down funktioniert. Also niemals von oben nach unten. Ich habe so viele Kampagnen gemacht bei Verdi, keine einzige hat von oben nach unten funktioniert, sondern die lebt davon, dass 30, 50, 80 Kreisverbände sagen, wir machen das, wir entscheiden und wir dann eine gute Kommunikationsstruktur nach innen aufbauen, wo nicht nur unsere Materialien und Bildungsbausteine und Flugblätter abgebildet werden, sondern auch eure Aktivitäten, die ihr vor Ort macht, sodass ständig klar ist, irgendjemand macht an diesem Thema was und wir voneinander lernen können. Wenn der eine Kreisverband eine pfiffige Aktion macht, dann sagt vielleicht der andere Kreisverband oder 5 andere, was die können da in Buxtehude, können wir in Hamburg oder Bremen schon lang. Ja, und können noch ein bisschen was draufsetzen. Und durch so ein Schneeballsystem kriegst du dann
eine bundesweite Kampagne hin, die den Namen auch verdient und die nicht nach zwei Hochglanzflugblättern schon wieder erschöpft ist. Ich glaube, man muss immer lernen, dass man die Kampagnen so lange macht, bis man Mehrheiten organisiert hat und bis man in der Lage ist, sagen wir mal, eine gewisse Hegemoniefähigkeit zu erzielen, Leute zu motivieren, für zentrale Forderungen so einer Kampagne zu kämpfen. Und völlig wurscht, ob man in der Regierung ist oder nicht, auch jetzt musste eine konservative Kanzlerin ein Mindestlohngesetz unterschreiben. Ja, weil einfach ein gesellschaftlicher Druck da war, der sich über Jahre aufgebaut hat. Ich glaube, wir haben große Chancen, bei diesem Thema auch so einen Druck aufzubauen und praktisch uns als eine Partei, die tatsächlich die Interessen der Leute vertritt, aber gleichzeitig auch von größeren Kreisen, die mit betroffen sind, dass wir uns da enorm profilieren können, unsere Kampagnefähigkeit nach innen stärken, also auch in der Partei erlernen und weiterentwickeln, wie man solche Kampagnen durchführt und dass wir unsere Mitglieder für so ein Projekt durchaus begeistern können. Weil ich glaube, viele unserer Mitglieder sind nämlich direkt betroffen. Entweder sind sie oft auch prekär oder in der Grauzone zur Prekarisierung. Ja, das geht ja manchmal schnell. Du bist Erzieherin und in Teilzeit und dann bist du vielleicht gar nicht prekär, aber dann lässt du dich scheiden und hockst mit einem Kind da und auf einmal bist du prekär. Also viele Menschen sind da in einer Grauzone. Das müssen wir immer beachten. Und wir haben auch viele Gewerkschafter, die dieses Problem sehen, weil es ja auch die Gewerkschaften langsam immer mehr hemmt, gute Tarifverträge abzuschließen. Also alle Chancen, dass wir tatsächlich ein gesellschaftliches Thema setzen, mal mehrere Jahre bearbeiten, nicht nur von Wahl zu Wahl arbeiten, sondern an so einer Sache dranbleiben und damit unsere gesellschaftliche Politikfähigkeit stärken. Ich danke erstmal für eure Aufmerksamkeit.